Ja, in unserem letzten Clip zeigen wir Ihnen nochmal die Variante mit Läufer E2 zwischen zwei Weltklassespielern, zwischen Schirow und Iwanschuk. Und hier hat Iwanschuk die richtige Zugreihenfolge gewählt und auch eine angenehme Stellung bekommen und konnte die Partie sogar gewinnen. Gut, es entstand wieder die nach den schon eben besprochenen Zügen. Vorstoßvariante französisch. C5 natürlich. C3, Springer C6. Springer F3, Dame B6. Spielte Schirow Läufer E2. So, wie im folgenden Clip gezeigt, ist es hier für Schwarz wichtig, die richtige Zugreihenfolge zu finden und genau die richtigen Züge, um die Verteidigung des Weißen, seines Zentralbauern auf D4 zu vermeiden. Iwanschuk weiß das natürlich. Die beschriebene Partie zwischen Schirow und Iwanschuk war sogar eine Blindpartie. Das spielt natürlich für diese Weltklasse-Leute keine Rolle. Die kennen ihre Theoriewänden in- und auswendig. Ja. Schön zu sehen für uns Laien, wie diese Leute spielen können. Ja, ist schon ein Wahnsinn. Okay, Iwanschuk natürlich C mal D4, C mal D4 und Springer H6, genau die richtige Zugfolge. Hier, wie gesagt, Läufer D3 ist eine Möglichkeit, aber keine große Sache für Schwarz darauf zu reagieren mit einer stabilen Stellung. Deshalb Schirow 4, Springer C3. Die alte Hauptvariante, allerdings nach Springer F5, Springer A4, der einzigste Zug, um den Bauern D4 zu behaupten. Dame A5 Schach, Läufer nach D2, jetzt Läufer B4. Läufer nach C3. Das finden Sie, wenn Sie alte Theoriebücher haben, finden Sie diese Spielweise noch, allerdings inzwischen eingeschätzt völlig ungefährlich für den Schwarzen. So, B5, der beste Zug natürlich. Weiß muss mit A3 reagieren. Alles schon gehabt. Läufer nimmt jetzt auf C3. Springer nimmt B4, AB4 und Dame B4. Wie man sieht, wieder Druck auf den Bauern D4. Und B2 auch noch. Und B2, deshalb Läufer B5, der einzigste Zug. Läufer D7, Läufer mal C6, Läufer mal C6, Dame D2. Diese Stellung finden Sie in vielen Theoriebüchern. Ich kann mich selber erinnern, als Jugendlicher diese Stellung gefunden zu haben, in Theoriebüchern analysiert. Aber es zeigt sich, dass Schwarz hier ohne Sorgen ist. Es ist relativ einfach zu spielen. Iwanschuk hat in der Folge diese Partie ganz und gar gewonnen. Schwarz rochiert, stellt den zweiten Turm nach B8, macht Druck auf den Bauern B2, spielt an einem Moment A5, A4 und kann aufgrund des schwachen Bauern B2 problemlos und sorgenfrei in die Zukunft sehen. Aha, so muss man also damit schwarz spielen und hat sozusagen keine Sorgen. Ja, genau. Also diese Stellung, wenn man diese Zugfolge kennt, muss man überhaupt keinerlei Probleme fürchten. Und interessant ist, wie gesagt, Spieler wie Iwanschuk haben das bereits dermaßen verinnerlicht, dass sie das blind spielen können. Sie finden diese Partie natürlich in der Datenbank von Schirow-Iwanschuk von 2005 mit dem Hinweis, dass Schwarz in dieser Form so spielen kann. Denke ich, kommen wir zum Ende. Ja, ich denke, es ist soweit alles gesagt und Strategien wurden aufgezeigt. Ich denke auch, dass Sie mit dem Wissen jetzt zuversichtlich der Vorstoßvariante begegnen können. Wenn Sie weitere Informationen dazu benötigen, schauen Sie der Datenbank nach. Es gibt aber auch natürlich noch diverse Chessbase-Produkte von Kasımcanov zum Beispiel. Aber auch Thomas hat schon französisch DVDs produziert. Bücher, zum Beispiel der Klassiker von John Watson, Play the French, gerade neu rausgekommen. Da finden Sie alles Weitere dazu. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt sehr viel Erfolg mit der Vorstoßvariante in der französischen Verteidigung. Gut, auch von mir viel Erfolg.